Zimmer wieder, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zum neuen Tutorial. Und zwar auch mal eine ganz, 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 ganz wichtige Frage, die wir uns hier stellen. Was ist eigentlich wichtig hier in Tarkov? Was wir hier so an Loot finden? Was kann ich davon gebrauchen? Oder was ist der größte Müll? Einfach nur ein Platzhalter. Wofür brauche ich Klebeband? Wofür brauche ich Streichhölzer, Zündkerzen, irgendwelche Lotion oder Sprühflaschen? UV-Lampen, Essen, Trinken, die Munition, die man findet. Gut, das ist alles, das ist klar. Die Munition für die Waffen. Die Waffen, die ich hier finde in Waffenkisten, ist auch klar. Kann ich verwenden. Essen und Trinken, gut, das ist nun auch klar. Das kann ich verwenden oder verkaufen. Ich kann ein bisschen Geld draus machen. Natürlich kann ich das mit allen Dingen, die ich hier in Tarkov finde, machen, indem ich es zu Geld mache oder es benutze. Aber was von dem hat welchen Wert? Sprich, die Sachen, die ich finde, kann ich bei den Händlern zu etwas umtauschen. Und das, zu was ich es umtauschen kann, das möchte ich euch mal hier in diesem Video zeigen. Und zwar gehen wir dafür Händler für Händler einmal durch, damit ihr dann auch wisst, das und das, okay, alles klar, das sammle ich dann, weil ich hätte gerne immer die Waffe, ich hätte gerne immer den Rucksack oder ich hätte gerne immer den Helm oder ich hätte gerne dieses Zusatzteil, dieses Anbauteil, dieses Waffenzubehör oder ich hätte gerne diese Handgranate, ja, und das schauen wir uns jetzt alles mal an. Wir fangen natürlich der Reihenfolge nach an mit dem Herrn Prapor. So, der erste Gegenstand ist auch schon das PSO 1M2-1 Visier. Und zwar zwei Zündkerzen. Dann kann ich das eintauschen und bekomme dieses Visier. So, die Pistole APS bekomme ich mit 4 Tüten Schrauben. Dann haben wir hier die Pistole PM, und zwar für eine Pferdefigur. Für eine Autobatterie bekommt ihr dann eine Mosin mit Visiereinrichtung. Für zwei Figuren, für zwei Pferdefiguren, bekommt ihr eine AKS-74U. So, nun wird das Ganze schon ein wenig interessanter. Für zwei Blackrock-Westen bekommt ihr eine AK-74U. N. Für drei Dosen Tushonka bekommt ihr eine AKM. Für genau eine Dose Tushonka bekommt ihr eine Packung 5,45x39 BTGS Munition. Für eine Reinigungssprühflasche Wish bekommt ihr eine Packung 5,45x39 BPGS Munition. Und zu guter Letzt, für zweimal Seife bekommt ihr einen richtig guten Armee-Rucksack. Das wären die Tauschgeschäfte gewesen, die ihr beim lieben Prapor absolvieren könnt. Natürlich ist dies alles zur Anfangsstufe, und zwar zur Stufe 1. Kommen wir nun zur guten Dame, wo wir die ganzen Medical-Sachen herbekommen. Essen, Trinken und natürlich auch die Karten, die uns die ganzen Ausgänge vor dem Raid anzeigen. Und zwar könnt ihr bei ihr eintauschen zwei Packungen Streichhölzer und ihr bekommt einen kompletten Blister mit Schmerztabletten. Um von ihr ein Erste-Hilfe-Package, ein Auto-Erste-Hilfe-Paket zu bekommen, könnt ihr zwei weiße Klebebänder, Kleberollen bei ihr eintauschen. Und das war's auch leider schon bei dieser guten Dame. Diese beiden Artikel könnt ihr gegen die Items eintauschen. Kommen wir zum nächsten. Und zwar der gute Skier. Ja, Waffenzubehör, Magazine, Munition und auch ein bisschen Werkzeug hat er in seinem Repertoire. Und wenn ihr natürlich wollt, könnt ihr auch bei ihm auf Stufe 1 einige Dinge eintauschen. Und der erste Gegenstand ist ein OPSKS DT. Gegen eine Halskette bekommt ihr
diesen Artikel. Für 3 Pferdefiguren bekommt ihr eine Vapor KM VPO 136. Für genau 2 Halsketten bekommt ihr eine MP 153. Tja, meine lieben Freunde, eine ADAR 2-15 bekommt ihr für 2 Vit Batterien. So, das war's vom lieben Skier. Diese Gegenstände könnt ihr bei ihm für gewisse Items eintauschen. Kommen wir zum nächsten Händler, und zwar der Peacekeeper. Um eine M67 zu erhalten, müsst ihr ihm 2 Zippo-Feuerzeuge vorweisen. Für einen MBSS-Rucksack möchte er eine Festplatte sehen. Um die AVS-Weste zu erhalten, müsst ihr ihm eine MP 133 vorlegen. Für die P226R müsst ihr ihm genau 4 A2607 Messer vorlegen, das sind die mit dem schwarzen Griff. Tja, und wenn ihr ihm genau 10 Messer von dem A2607, aber die mit dem braunen Griff vorlegt, bekommt ihr eine MP5. Tja, das waren auch schon die Tauschgeschäfte, die ihr bei dem Händler Skier absolvieren könnt. Der nächste ist der Mechanic. Und der hat sozusagen die größte Palette, bei dem ihr Dinge eintauschen könnt. Kommen wir auch schon zum ersten Artikel. Visier Vulkan MG 3,5-fach. Für einen Akkubohrer und ein G-Phone bekommt ihr dieses Visier. Für einen Bitcoin bekommt ihr den Scalock. Das ist sozusagen das Grundgerüst für die Nachtsichtgeräte. Ein etwas unspektakuläres Tauschgeschäft sind natürlich die Einzelitems an Werkzeug, die ihr dann zu einem Werkzeugsatz zusammenführen könnt. Für genau 2 Festplatten bekommt ihr das angepasste MP 133 Polymer. Ja, die gute MP 7A1 bekommt ihr genau für 2 Bitcoins. Tja, und es geht auch gleich weiter mit den High-End-Waffen. Eine vollgemottete AKM bekommt ihr für 4 Bitcoins. Eine richtig geile M4A1 bekommt ihr für sage und schreibe 5 Bitcoins. Die Double P 1901 mit Zubehör und etlichen Anbauteilen bekommt ihr für eine Rolex. Eine voll ausgerüstete MPX erhaltet ihr für 5 Laufwerke und 3x UV-Lämpchen. Eine MP 133 bekommt ihr für 3 rote Zangen. Das war der gute Mechanic, bei dem ihr diese Items eintauschen könnt. Und mit Sicherheit auch, sage ich mal, durch die Raritäts-Items wie Bitcoins und Co. bekommt ihr bei dem natürlich auch mit die besten Waffen. Kommen wir nun zum nächsten und somit auch zum letzten Händler, wo wir noch gewisse Items eintauschen können. Und zwar ist das der gute alte Rackman. Und zwar für genau 2 Aljonka, das ist die gute russische Schokolade, bekommt ihr einen Armee-Rucksack. Für 2 Handkanister Bleiche bekommt ihr den Helm 6B47. Ihr müsst eine Halskette eintauschen für ein Helmvisier. Für einen Packer Brustschutz müsst ihr ganz genau 5 Masken eintauschen. Für genau 7 Stücke Seife und 3 Rollen Toilettenpapier bekommt ihr den 6B5-15 Brustschutz. Für genau 2 Hundemarken der Stufe 1 bekommt ihr wieder den guten Rucksack MBSS. So, meine lieben Freunde, das waren auch schon alle Händler auf Stufe 1, wo ihr die Items aus dem Raid eintauschen könnt. Es gibt natürlich noch viele, 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 viele andere Items, die ihr im Raid finden könnt, aber jetzt momentan vielleicht nicht eintauschen könnt. Bewahrt aber diese trotzdem auf, denn auch für gewisse Quests, die ihr bei den Händlern bekommt, braucht ihr dann diese Items, die es in den Raids noch zu finden gibt. Die Wertigkeit der Items oder
was man eintauschen sollte oder was man vielleicht lieber nicht eintauschen sollte aufgrund ihrer Rarität oder. Das lasse ich einfach dahingestellt und lasse es einfach offen. Ihr entscheidet ja für euch, was ist euch wertig, welche Waffe möchtet ihr gerne haben oder welches Item möchtet ihr gegen ein anderes Item eintauschen. Das lasse ich einfach mal nur dahingestellt. Ich wollte euch nur nochmal aufzeigen, was ihr zu Anfang bei den Händlern der Stufe 1 eintauschen könnt und was natürlich wichtig ist, was ihr euch dann aus dem Raid unbedingt mit rausholen solltet. Ich sage wie immer, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch weitergeholfen hat, dann lasst mir bitte ein Däumchen da, falls ihr Fragen habt oder falls ihr auch mal das nächste Tutorial so ein bisschen in die Richtung leiten wollt, schreibt es einfach in die Kommentare, was ihr sehen wollt, welche Fragen ihr habt. Ich versuche sie so gut wie möglich zu beantworten. Wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Hier will einer durch. Hab ihn. Hinter dir. Oh, was? Ah, ich hab leer geschossen. Ich knack den eine bis nach Jerusalem da.